Mainstream war nie Viktors Ding. Er ist Aktuar, hat Spaß an Wasserball und Rückversicherung. Jetzt ist er in Rosenheim und erklärt gerne, was Mathematik wirklich ist. Wolfgang ist in Augsburg geboren und entwickelte mit seiner Kindergartenfreundin eine Verschlüsselung, die seine Eltern nicht knacken konnten. Jetzt ist er immer noch in Augsburg und entlockt nun Daten ihre Geheimnisse. Das Studium WMA bietet die einmalige Gelegenheit, 5 von 6 Grundwissenprüfungen in der Ausbildung zum Aktuar zu machen. Direkt im Studium und quasi nebenbei. Wenn du nicht weißt, was ein Aktuar ist, dann schau dir dieses Video an. Der Job als Aktuar bietet alles, was man sich so vorstellen kann. Eine gute Work-Life-Balance mit geregelten Arbeitszeiten und Karrierechancen bis hin in die Vorstandsetagen. Spannende Aufgaben in der Finanzwelt oder künstliche Intelligenz. Und last but not least, einen sicheren Job, denn Versicherung ist langfristig. Wer weiß denn mit 18 schon, ob er oder sie später mal Versicherungstarife kalkulieren will? Und überhaupt, wenn du auf der Party erzählst, dass du Wirtschaftsmathematik Aktuarwissenschaften studierst, dann ist dein Gegenüber weg, ehe du fertig gesprochen hast. Bei Data Science passiert dir das garantiert nicht. Noch was. Data Science ist bei uns kein modischer Begriff, mit dem man versucht, angestaubte Studiengänge aufzupeppen. Data Science ist unser Kerngeschäft. Neben den Methoden, die du benutzt, um Daten ihre Geheimnisse zu entlocken, lernst du bei uns die mathematischen und statistischen Grundlagen, die zum Verständnis der Methoden notwendig sind. Den Studiengang WMA gibt es schon seit vielen Jahren in Rosenheim, seit 2010. Wir wissen, dass die Mathematik, die unsere Studierenden lernen, genau die ist, die sie später brauchen, im Beruf oder fürs Masterstudium. Und das sagen wir nicht einfach so. Es gibt unzählige Absolventen, die genau das gemacht haben. Und das unterscheidet uns von Data Science in Augsburg. Nicht nur der Studiengang ist etabliert, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen und bieten das duale Studium an. Ungefähr 2/3 der Studierenden macht das. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal AES, das ausbildungsintegrierte Studium. Das ist Lehre zur Versicherungskauffrau oder zum Versicherungskaufmann zusammen mit dem Studium. Zweitens Studium mit vertiefter Praxis. Dabei arbeiten die Studierenden von Anfang an in einem Unternehmen mit und studieren parallel, also ohne Berufsausbildung. In beiden Varianten gibt es dafür eine Bezahlung, die locker zum Leben reicht. Und das schaffen wir auch wirklich, weil die Theorie zur Praxis passt. Bei Data Science gibt es noch keinen einzigen AES-Studierenden. Es ist so eine grobe Idee und wer weiß, ob die mal Wirklichkeit wird. Thank you.